Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es noch werden wollen, zu einer weiteren Episode Hitman 3 hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Dartmoor, England. Wir sind bei der letzten Story-Mission angekommen und die werden wir uns jetzt auch vornehmen. Ich muss mal gerade gucken, wie sie heißt. Ihre letzte Ruhestätte. Und wir starten wieder im Garten, wie auch schon bei unserer letzten Mission, und nehmen auch genau die gleichen Gegenstände mit dem Dietrich, die verborgene Waffe und die Münzen. Aber wir brauchen im Prinzip eigentlich gar nichts von den drei Gegenständen. Wir gehen direkt ins Spiel. Wir spielen natürlich wieder auf Profi und sind dann hier auch wieder in unserer Verkleidung, genau wie in der letzten Mission. So, und was wir jetzt machen ist, wir laufen erstmal jetzt hinter das Gewächshaus, denn wir brauchen ein Brecheisen. Na, lauf doch da nicht vor, das Holz, Junge. So, duckt euch hier am besten, denn die beiden sind Enforcer, die dürfen euch nicht sehen, die enttarnen euch. Da liegt das Brecheisen, mitnehmen, dann könnt ihr euch auch wieder aufrichten. So, und dann müssen wir da hinten auf die Terrasse. Denn wir klettern da jetzt wieder durch das Fenster. Das kennen wir ja schon. Unser altbewährter Weg ins Haus quasi. Ich finde, das ist auch einfach der einfachste Weg, um in Alexas Büro zu kommen, ohne gesehen zu werden. So, einmal rein hier. Jetzt müssen wir wieder an diesem Pärchen vorbeihuschen. Das kennen wir schon. Oh, der hätte uns fast gesehen. Der Enforcer steht auch wieder genau an der richtigen Stelle. Alles gut. Und wieder durch unser Lieblingsfenster. Wieder an die Regenrinne. Kennen wir mittlerweile auch schon alles, diesen Weg hier. Ich hoffe, ihr habt euch den Weg gemerkt. Den werdet ihr nämlich sowieso des Öfteren brauchen. Die beiden Guards, die sind jetzt hier an der Stelle noch nicht auf dem Balkon. Die kommen aber gleich. So, wir gehen wieder rein in das Büro. So, und jetzt seht ihr schon, dass Alexa noch in diesem Raum ist. Die verlässt den Raum jetzt gleich mit ihrem Leibwächter. Wir schleichen uns hier langsam die Treppe runter. So, und erst wenn Alexa raus ist, dann gehen auch die beiden Guards auf den Balkon. So, da seht ihr schon, die gehen. Wir warten jetzt noch, bis die Balkontür wieder zu ist. Zack, die ist zu. Wir nehmen das Brecheisen und knocken den Wächter wieder aus. Natürlich wieder verstecken, ist immer wichtig. Keine Spuren hinterlassen. So, Waffe klauen, Brecheisen nicht vergessen. Ganz wichtig in dieser Mission, das Brecheisen wieder mitnehmen. So, dann machen wir wieder den Safe auf, ne? Erst den Knopf. Dann der Code 1975. Falls ihr neu seid und ihr noch nicht wisst, wie ihr den Safe aufbekommt, wo ihr die Zahlen dafür herkriegt, dann schaut auf jeden Fall mein letztes Video an, denn da habe ich erklärt, wo ihr die Zahlen findet. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir die Akte. Ihr habt schon gemerkt, wir sind diesmal anders vorgegangen. Wir haben uns erst die Akte geholt und werden dann den Kill absolvieren. Wir klettern jetzt hier hoch. Denn somit habt ihr gleich noch eine weitere Challenge erfüllt. Dann hier aus diesem Fenster. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Und dann könnt ihr nämlich mit dem Brecheisen hier noch eine Abkürzung öffnen. Zack, habt ihr wieder eine Challenge erledigt. Dann rutschen wir hier einfach runter. Drüber. Ja, war ein bisschen weit weg jetzt von der Regenrinne. So, jetzt gehen wir hier oben einfach lang. Müssen hier einmal um die Ecke rum. Hier unten stehen übrigens die beiden Agenten. Deswegen schön aufpassen. Bloß nicht dranhängen hier. Weil wenn ihr euch dranhängt, dann sehen sie euch. So, jetzt gehen wir hier auf den Balkon. Und direkt... Moment, wo war sie? Da war sie. So, direkt hier in der Ecke zu dieser Regenrinne und dann sind wir nämlich auch schon unten. So, und jetzt ist es auch nicht mehr illegal, dass wir uns hier aufhalten und wir laufen in Richtung Friedhof. So, und hier bleiben wir jetzt einmal kurz stehen gleich.
und triggern unsere Story-Mission. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? Selbstverständlich möchten wir ihr die Führung zu ihrer letzten Ruhestätte geben. Also, Madame Carlyle möchte, nachdem alles vorbereitet ist, ihre Beerdigung quasi selbst nochmal inspizieren, damit auch nichts schief geht. So, wir sabotieren hier einmal kurz den Generator, damit das junge Gärtnerfräulein hier runterkommt, um den zu reparieren oder vielmehr wieder anzuschalten. Denn die sollte man bei dieser Mission ruhig ausschalten, die steht einem nämlich sonst hinterher im Weg. Zack. So, dann ziehen wir die hier rein. Dann wird die nicht entdeckt. So, dann geht's hier weiter. Dieser Gärtner, der steht uns ein bisschen im Weg. Den hauen wir auch noch kurz um. Ziehen den sofort hier weg, bevor der Bestatter wiederkommt und den sieht. Und packen den hier schnell in die Kiste rein. So. Oh, der regt sich jetzt über die Vögel auf. Oh, er sagt gar nichts. Normalerweise regt er sich über die Vögel auf. So, dann haben wir den hier noch. Den müssen wir gleich auf jeden Fall loswerden. Aber erst, wenn der Guard da drüben nicht mehr guckt. So, der Leichenbestatter geht jetzt wieder weg. Und er geht auch wieder in die andere Richtung. Sobald er da vorne vor dem Busch steht, können wir den ausknocken. Der Guard geht jetzt nämlich auch wieder weg. Zack. Ausknocken. So, das ist übrigens der Grund, warum wir den da hinten am Grab ausgeschaltet haben, weil der sieht das sonst, wenn wir den hier K.O. schlagen. So, jetzt hocken wir uns hier in den Busch, damit uns keiner sieht. Nehmen unsere schallgedämpfte Pistole und schießen hier oben die drei Vogelnester ab. Na, wo ist das dritte? Bin ich blind? Ach, da hinten ist es. Zack. So. Jetzt ist nämlich das Vogelproblem gelöst. Jetzt warten wir, bis der Bestatter wieder hierher kommt. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Oh, jetzt kommt er. Hallo, Sam. So, ausschalten. Und wegziehen. Und dann packen wir den hier zu dem Gärtner in die Kiste. Und schnappen uns die Verkleidung. So, und jetzt müssten wir normalerweise dafür sorgen, dass die Vögel verschwinden. Das haben wir natürlich schon gemacht, schlau wie wir sind. Und jetzt gehen wir zu der Haushälterin und sagen ihr, dass alles vorbereitet ist. I am ready to show Madame Carlyle the funeral arrangements. You got rid of the birds? Yes. Perfect. I'll let her know. So, sie fragt auch nochmal nach, ob wir die Vögel losgeworden sind. Und sie ruft jetzt Alexa Carlyle an. Wir müssen jetzt hier auf Alexa warten. Wieso ist denn eigentlich die Story-Mission schon wieder nicht getriggert hier? So, wir schalten das mal kurz an. Jetzt sehen wir auch, dass wir hier warten müssen. So, was der hier für einen Auftrag hat, weiß ich jetzt gerade nicht.
Da hinten kommt Alexa. Und wenn die dann gleich hier ist, dann müssen wir mit ihr die einzelnen Punkte der gefakten Beerdigung durchgehen. Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. I wonder how she will like her final resting ground. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient. Now I'm here. Da schon wieder. Efficient. Sie will immer efficient sein. Very efficient, Madame. Hatten wir auch in der letzten Folge schon, falls ihr euch erinnert. What's that picture of me doing here? What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say, I don't care much for the choice of flowers either. I need a moment to consider what I want. So, sie geht quasi immer vor, ne? Also sie geht dahin. What's that podium? Sie geht dahin, wo sie was zu sagen möchte. Oh, wir haben Schlüssel übersehen. Und zwar den Leichenwagenschlüssel. Den hat der Bestatter fallen lassen. A person died. Most natural thing in the world. No need to make an emotional spectacle of it. I hope you haven't planned for one of those. No. I prefer to keep it simple. So, jetzt geht sie da hinten nochmal hin. Wir stellen uns schon mal hier hin. Well done, Mr. Parsons, I approve. Na komm schon. So, to sum up. I expect you to remove my picture from the memorial. So, der Guard hat uns jetzt den Rücken zugedreht, was richtig gut ist. Denn zack. Oh. Ist einfach reingefallen. Gibt's ja gar nicht. So, also, wir haben sie jetzt einfach in ihr Grab geschubst, in dem sie jetzt gerade ertrunken ist. Zum einen ist es ein Unfallkill, zum anderen habt ihr damit die Challenge auch abgeschlossen, sie in das Grab zu schubsen. Das ist natürlich sehr nice, wenn man mehrere Challenges in einer Mission erledigen kann. Und wir verschwinden jetzt stilecht natürlich als Bestatter mit dem Leichenwagen. Ganz wichtig, den Leichenwagenschlüssel auch einzusammeln, wenn ihr den Bestatter auslockt, denn sonst könnt ihr nicht mit dem Leichenwagen entkommen. Ja Leute, was soll ich sagen? Das war die letzte Story-Mission in Dartmoor. Wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Und zwar in, ich glaube, in Berlin sehen wir uns dann wieder. Wo es allerdings keine richtige Story-Mission gibt. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist, das erzähle ich euch dann schon. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und ist mega wichtig fürs Ranking auf YouTube. Und wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jederzeit gerne kostenfrei erledigen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bin ich raus. Euer Fatso.